Подводная лодка под английским флагом. Интересная штука. Это английская подводная лодка, видимо. Реставрация идет. Сколько медуз. Ja. Oh, das hier noch relativ okay ist. Wenn du da mal durchfahren hast, das merkt dann jeder. Ja. Wie gesagt, ich habe noch nie so richtig gekriegt. Ich dachte, das wäre weit auf Finger. Ich bin auch nicht dran.
Motorroom. Motorroom. 90 Meter länger. 300 Meter kaufen. Ja. Ey, wie gesagt, in Hamburg. In Hamburg war das so viel kleiner. Da bin ich muss mir mal Jagd auf Roter Oktober anschauen. Ja, aber das ist auch ein modernes Roboter. Das ist modern, aber wie gesagt, das in Hamburg, ey, das war so klein. War so klein. Also hier kannst du ja noch normal gehen, ne? Kannst du gar nicht wissen. Ja, hier, guck mal, 63 und 50 Stelle. Ja, also 20 Jahre nach Zeit, wirklich erst. Also ist das hier echt schon alles sehr modern. Ja, also. Aber das auch in Hamburg von den Russen, das war auch irgendwie 63 oder irgendwo in den 60er Jahren in Dienst gestellt. Und das war so knapp. Der Funker, Funker. Und dieser Geruch nach Schmieröl und Diesel. Ne? Ja. Genau, und zum Beispiel Nico. Weißt du, warum das U-Boot Elektromotoren hat? Ja, beim Tauchgang, klar. Ich weiß gar nicht, mittlerweile sind es ja Wasserstoff, ne? Wasserstoff oder Atom? Atom weiß ich nicht genau. Ich glaube auch noch. Nee, also die Deutschen nicht, aber es gibt. Guck mal, ja, hier sind genau über der Hobo. Ja, mit euch. Das ist ja Not, oder? Ihr wollt mal angreifen? Auf einer Seite muss ich gucken. Ja, weiß ich. Guck mal hier runter. Also, das ist hier, also ich glaube auch nicht. Kannst du da was sehen? Ja. Also, du kannst es leider nicht bewegen. Komm, wir mal weiter. Das hier hat nur noch. Oh mein Gott, wie geil. Ich glaube, wir sind hier bei Essen. Английская подводная лодка. Я на берегу, муж пошел смотреть внутри.